Sag mal was? Ja. Ja, hallo. Hallo, hallo, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich wunderbar hören. Wir können dich alle im Raum wunderbar hören. Wen wir jetzt hier hören, ist live aus Tromsø, Uli. Die befindet sich also jetzt gerade genau dort, wo die Spirale gesehen wurde, aus einem völlig anderen Anlass eigentlich. Und hat, da sie ja auch Journalistin ist, ihre Zeit dort bis jetzt ganz fleißig genutzt und hat dort die Anwohner persönlich befragt. Wir bekommen also jetzt live aus Tromsø ein Update. Aber erste Frage, Uli, wie viele 100 Pullover und Jacken hast du übereinander an? Ja, auf jeden Fall nicht genug. Nicht genug. Also es sind nur -12 Grad, aber die Norweger sagen, das sind -30 und das stimmt. Es weht ja ein ganz ekelhafter Wind und dadurch fühlt sich das wirklich verdammt kalt an. Okay, erzähl uns doch mal, wie ist denn dort überhaupt, wie sind dort überhaupt so die Wetterbedingungen? Wird es da überhaupt warm oder was weiß man denn so? Ja, normalerweise soll es hier, also es ist leider gerade nicht so, aber angeblich ist es so, dass es hier gar nicht so kalt ist, weil das ist umströmt vom Golfstrom, ist ja so eine Insel, dieses Tromsø. Und eigentlich soll es hier so immer um den Gefrierpunkt ein paar Minusgrade geben und gar nicht so kalt sein. Aber im Moment haben sie die gleiche Wetterlage bekommen, die wir bekommen haben von Osten, glaube ich, dieses Hochdruckgebiet, was aber eben nicht nur zu Kälte und Sturm führt, sondern auch zu einem richtig klaren Himmel. Also es war gestern ein fantastischer Vollmond. Man sieht alle Sterne. Es ist ganz klar, wunderschön. Wir hoffen eigentlich auf die Polarlichter. Also alles, also sozusagen alles so richtig weit oben im Norden. Und hast du denn richtig weit oben, ja. richtig Im weit nördlichsten, oben? also das ist die nördlichste, die größte, ich glaube die nördlichste Stadt, ja, nördlichste Stadt überhaupt Ja. in Norwegen und hat einige Superlative, die nördlichste Universität der Welt und so weiter. Ja. Und hast du denn eigentlich schon Leute gefunden, die diese Spirale mit eigenen Augen gesehen haben? Ja, ich habe viele Leute gefragt und es haben nicht gesehen, wobei man vielleicht dazu sagen muss, dass die Norweger durch die Polarlichter sowieso verwöhnt sind. Also ich glaube, die gucken nicht mehr bei jedem nach oben, weil sie sehen ständig irgendwelche tollen Sachen am Himmel. Und ich habe Leute getroffen, zwei, die wirklich das mit eigenen Augen gesehen haben, die auch Freunde haben, die das gesehen haben. Und es muss wohl so gewesen sein, dass es eher noch weiter im Norden war. Also Richtung Finnmark, das ist die Region oberhalb von Tromsø, dort war das wohl am besten zu sehen. Also es ist noch ein Stück weiter im Norden. Also wir sehen hier gerade eine Karte von Westeuropa und da sieht man also auch hier Tromsø da drauf und das ganze Skandinavien. Noch weiter nördlich soll diese Spirale dann also gewesen sein, ja? Schon über Genau. Meer, oder? Das weiß ich nicht, ob über Meer, Okay. aber auf jeden Fall über der Region Finnmark. Das Ja. ist so Wie wie so ein Bundesland. beschreiben denn die Leute, die diese Spirale gesehen haben und die es von ihren Freunden erzählt bekommen haben, wie beschreiben die denn das, was sie da gesehen haben? Also die sagen, es war so violett und es war, und was ich interessant finde, die Aussagen differieren von, wir haben das mehrere Minuten gesehen bis hin zu, das war stundenlang am Himmel zu sehen. Und es war Ach. hell und es war eine ebenmäßige Spirale. Stundenlang am Himmel zu sehen gewesen. Also, Stundenlang, bis zu stundenlang, ja, ja, ganz mehrere schön viel Stunden. Treibstoff muss dann da drin gewesen sein in dieser trudelnden Ja, Rakete. ich habe auch gerade einen Physiker getroffen und gefragt und der hat, wobei, das ist jetzt, also er ist nicht nochmal nachrecherchiert, was andere Physiker dazu sagen, aber der hat mir gerade gesagt, naja, wenn die Rakete Spiralen fliegt, dann würde das so aussehen. Aber dafür müsste die Rakete Spiralen fliegen. Ja, dafür müsste die Rakete Spiralen fliegen. Was vermuten denn die Anwohner, was das gewesen sein könnte? Gibt es Leute, die glauben, es sind Außerirdische? Ja, gibt es schon. Also ich glaube, die legen sich nicht so fest, was es gewesen ist, aber woran sie eindeutig zweifeln, also was ich von mehreren gehört habe, die auch jetzt nicht selber Augenzeugen waren, aber die zumindest wieder von Freunden davon gehört haben, die das gesehen haben, also was mehrere übereinstimmend gesagt haben, war, they say it was a Russian missile or a Russian rocket. Also die sagen, das war eine russische Die Rakete. behaupten Und es. da, ja genau, da klingt schon so ein Zweifel mit. Und einer hat gesagt, ja, er würde sich nicht wundern, wenn in ein paar Jahren rauskommt, dass es keine russische Rakete war. Aber also insgesamt, glaube ich, sind die sowieso sehr viel aufgeschlossener Und sind auch für dieses Thema. skeptisch gegenüber der Ja, Raketenerklärung. absolut, absolut. Wobei sie es jetzt gar nicht so in den Mittelpunkt stellen, weil sie sehen oft Polarlichter hier und ich glaube,
das ist für die eher so alles, ja, eine Sache. Also das ist jetzt nicht so, die legen sich nicht so fest, was ist, habe ich den Eindruck. Also jetzt von den paar Gesprächen, die ich geführt habe. Okay, na wunderbar. Dann habt noch viel Spaß in Tromsø in Norwegen. Bitte mal einen Applaus für uns. Vielen Dank. und viel Spaß noch da oben und halte die Augen offen. Ja, das mache ich. Euch auch noch viel Spaß. Danke, tschüss. So, das war jetzt also live aus Tromsø, die wunderbare Ulrike. Und denke ich mal, haben wir vielleicht unserer journalistischen Pflicht schon so ein bisschen mehr Genüge getan, als einfach nur eine Zeitung zu lesen und das Erstbeste runterzuschlucken, was uns da erzählt wird. Es lohnt sich auch wirklich manchmal, sich persönlich mit den Leuten zu unterhalten, um dann auf Schlussfolgerungen zu kommen, die eben feststehen. Und das möchte ich jetzt mal sagen. Feststeht, es fand tatsächlich ein Raketenstart im 1300 Kilometer entfernten Weißen Meer statt, zu dem Zeitpunkt, als dieses Phänomen gesehen wurde. Aber weder das norwegische noch das russische Militär behaupten, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Himmelserscheinung über Norwegen und dem Raketentest, obwohl uns das in den Massenmedien so verkauft wird. Für Behauptungen, dass das Phänomen im Zusammenhang mit Harp-Experimenten steht, fehlt es an stichhaltigen Beweisen. Und was es also war, ist schwer zu sagen. Keine Ahnung, aber es gibt gute Gründe, an der Raketenstory zu zweifeln. Ja, solche Sachen machen wir. Ich möchte Sie noch darauf aufmerksam machen, dass wir uns schon in zwei Wochen zum Exopolitik-Treffen hier in diesen Räumlichkeiten wiederfinden. Und wir werden dann also schön weitermachen. Ich möchte Ihnen hier schon mal so einen kleinen Vorgeschmack geben, worüber wir dann da reden werden. Gucken Sie mal, ich habe da vor kurzem Post bekommen vom Bundesverteidigungsministerium und ich habe dann so ein Dokument bekommen, da steht was von Außerirdischen drin, ist vom Bundestag. Aber wie gesagt, also das werden wir dann in zwei Wochen uns anschauen. Ich bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie uns treu. Danke.